Wer nicht hierbleiben darf, muss dieses Land wieder verlassen. Und dafür ist diese Einrichtung notwendig. Warum werden die da weggesperrt? Die haben noch nichts verbrochen. Ich habe einen Anruf bekommen aus dem Innenministerium, dass man sich mit dem Gedanken trägt, in Glückstadt eine Abschiebehafteinrichtung einzurichten. Und im ersten Moment denkt man nur, Mist. Muss das sein? Muss das in Glückstadt sein? Muss das in dieser Größenordnung sein? Wie wirkt ein solcher Baukörper eigentlich in einer Stadt? Die Mauer ist nicht zu übersehen, die drumherum läuft. Man wird empfindlicher für Geräusche und man wird noch aufmerksamer. Menschen, die nichts getan haben, gehören nicht in den Knast. Es geht nicht um die Frage von Schuld oder Unschuld. Ich bin nicht in die Politik gegangen, um sowas zu verteidigen. Das ist ein Symbol, weil wir meinen, wir müssen jetzt auch irgendwie härter durchgreifen. Ich bin Manja Biel, bin Bürgermeisterin der Stadt Glückstadt und wir sind die Stadt, auf die die Abschiebehafteinrichtung mit 60 Plätzen, jeweils 20 für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zukommt. Liebe Glückstädterin, liebe Gäste, Freunde, herzlich willkommen hier zur Matthias-Wocheneröffnung. Matthias ist nicht gleich Matthias. Wir Glückstädter wissen das, weiß es auch der Rest der Welt. Das ist eben die Frage. Der Glückstädter Matthias ist wirklich das Bekenntnis zur traditionellen Herstellung. Es ist Handarbeit, das ist natürlich aufwendiger, aber das Ergebnis ist eben auch ein unverwechselbarer Genuss. Nee, im ersten Moment hat man natürlich Befürchtungen, wenn man davon erfährt, Abschiebehafteinrichtung selber ist es ein politisch brisantes Thema. Das heißt, es wird Befürworter geben, es wird Gegner geben. Und kommt es zu Demonstrationen, gelingt es, eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema zu erreichen. Glückstadt ist eine kleine, charmante Stadt an der Elbe gelegen. Wir sind sehr touristisch geprägt. Wir haben einen wunderbaren Altstadtkern. Wir haben viele Festivitäten für die Gäste, aber eben auch für die Glückstädter selber. Wie habe ich von der Abschiebehafteinrichtung erfahren? Ich habe einen Anruf bekommen aus dem Innenministerium, dass man sich mit dem Gedanken trägt, in Glückstadt eine Abschiebehafteinrichtung einzurichten. Ich glaube, das wünscht sich keiner, dass seine Stadt 1:1 mit der Abschiebehafteinrichtung genannt wird. Das musste dann sacken. Wir brauchen eine solche Einrichtung. Dazu stehe ich, wenn Demokratie funktioniert, wenn wir Akzeptanz vom Thema Asyl haben wollen, dann müssen wir und wollen wir Menschen hier aufnehmen. Aber wir müssen auch denen, die hier kein Bleiberecht haben, klar sagen, sie müssen das Land wieder verlassen. Denn sonst wird man sagen, das ist ein zahnloser Tiger. Als Bürgermeisterin geht man mit so einer Information natürlich
zunächst erstmal sehr ruhig um. Man informiert die Politikspitze in der Stadt. Und es gab dann auch sehr bald eine größere Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Weil so ein Thema natürlich auch nicht in den Hinterzimmern bewegt werden darf und kann. Informationsmäßig vom Innenministerium oder von den politischen Gremien gab es persönliche Informationen keine. Wir haben in Glückstadt Veranstaltungen gemacht. Wir waren dort. Es ist nichts verheimlicht worden. Wir haben es diskutiert. Ich sag mal, so ein kleines Merkzettelchen mit 3-4 Sätzen an 20 Einwohner zu verschicken, wo ist das Problem? Ich bin 1958 in Glückstadt geboren worden und wohne genau gegenüber der Abschiebeeinrichtung. Dadurch, dass wir etwas von der Straße zurückliegen und hinten noch so einen kleinen Garten haben, ist das ein, wenn man die Tür aufmacht, ist das wie Urlaub. Ich bin rundum glücklich, zufrieden. Erst hat es geheißen, es wird ein Gefängnis. Dann gab es diese Rückzieher, nein, nur eine Hafteinrichtung. Was ist der Unterschied zwischen einem Gefängnis oder einer Hafteinrichtung? Im Endeffekt ist das Gleiche. In jeder Hafteinrichtung wird natürlich der eine oder andere versuchen, aus dieser Hafteinrichtung zu entfliehen. Man wird noch aufmerksamer, man wird noch sensibilisierter dazu, mit allem, was dazu gehört. Man wird empfindlicher für Geräusche oder für irgendwelche anderen Sachen. Das wird sicherlich kommen. Soldaten Feierabend hatten, waren wir in der Woche da und haben geschwommen, wir haben da gespielt. Für uns war das kein Spielplatz in dem Sinne, aber es war ein Abenteuerspiel, sag ich mal. Alle Kinder, die dort am Neuen Deich groß geworden sind, oder zumindest in dem Bereich groß geworden sind, gegenüber dem Haupttor, sag ich einfach mal, wir konnten da immer rein und raus. Die Schließung der Mariengesetz 2004, das war ein negativer Höhepunkt. Die Kaufkraft ist weg. Dieses vernünftige Miteinander, ob das Kameradschaftsabende war oder ob das irgendwelche Empfängen beim Rathaus waren. Die Sportvereine haben davon von der Marine profitiert. Alles dieses war mit einmal weg. Die Kaserne ist leer gelaufen, wurde dann 2016 zu einer großen Erstaufnahmeeinrichtung umgebaut mit bis zu 1800 Plätzen. Da hat man durchaus auch Befürchtungen, auch was das Stadtbild angeht. Es werden die Hotspots gesucht, um Internetverbindungen nach Hause aufrechtzuerhalten. Die waren fröhlich, die waren höflich, die waren freundlich, die hatten Perspektiven. Also das war positiv. Wir wissen alle, dass die Flüchtlingswelle dann abgeebbt ist, sodass der Bedarf einfach nicht mehr da war. Das Land aber weiterhin über diese Marine-Kaserne verfügte und nach einer alternativen Nutzung gesucht hat. Das hat eine ganz andere Qualität. Jetzt ist die Frage, kommt man mit denen überhaupt noch in Verbindung? Und wenn man eben mit ihnen in Verbindung kommt, ich sag mal, dann ist das sicherlich nicht gerade positiv.
Und das ist das, was den Anwohnern sicherlich auch zu schaffen macht. Es sind keine Straftäter, es sind keine Gewaltverbrecher, die dort untergebracht werden, sondern einfach Menschen, die sich einer Abschiebung bislang entzogen haben. Muss das sein? Muss das in Glückstadt sein? Muss das in dieser Größenordnung sein? Für mich war die entscheidende Frage, will ich Vogelstrauß spielen und will ich die Menschen, die eben dieses Land verlassen müssen, in andere Bundesländer abschieben und sagen, da habe ich ja nichts mehr zu tun. Oder übernehmen wir Verantwortung und sagen, wir machen dasselbe. Und das war im Grunde die Geburtsstunde für Glückstadt. Ich bin der Meinung, dass nach Schließung der Kaserne die Politik versäumt hat, mit einem Konzept oder ein Konzept zu entwickeln, wie man dieses Areal nutzt. Da sind Stimmen laut geworden, da sollte ein Baumarkt hin. Da sollte Einkaufszentrum hin und. Ja, und das gibt gute Beispiele. Und das haben Sie total verschlafen. Also meine persönliche Meinung ist, dass die Stadt überhaupt nichts anderes machen konnte. Die kriegen das vorgesetzt vom Land. Und ja, die müssen damit leben. Da können sie nichts machen. Das Land hat die Kaserne gepachtet. Das ist eine Lachnummer, ist das. Das Problem ist nur, dass wir das kleinste Glied in dieser Kette sind und überhaupt keine Möglichkeit haben, uns dagegen zu wehren. Keine Mitsprache. Letztendlich sind wir die gewählten Vertreter, als Steuerzahler diejenigen, die die Zeche zahlen. Das ist wie mit der Autobahn, die vor der Tür ist. Man braucht sie und keiner möchte sie. Die Gemeinschaft funktioniert nur, indem ich auch bestimmte Gemeinschaftseinrichtungen, und dazu gehört leider auch eine solche, mittrage. Wissend, dass es für mich im Einzelfalle Nachteile auch mit sich bringt. Es ist einfach eine Aufgabe, die auf einen zukommt. Auch nicht von der Stadt vorangetrieben, sondern eine Entscheidung des Landes, die vor Ort umgesetzt werden muss, ob man es will oder nicht. Nach unserer Gesetzeslage muss es so sein, dass Leute, die die Regeln nicht einhalten, ihre Papiere wegwerfen, nicht sagen, wo sie herkommen, oder werfen nicht Straftaten, irgendwelchen Mist bauen, die werden abgeschoben. Das ist auch richtig so. Die haben hier nichts zu suchen. Und alle anderen können hier gerne bleiben. Habe ich gar nichts gegen. Wer keine Papiere hat, kommt überhaupt nicht rein. Der musst du ertrinken lassen. Der musst du ertrinken lassen. Und wer will das denn machen? Absaufen lassen kannst du die Menschen nicht. Das wäre unmenschlich. Dann sind wir wieder bei dem alten Thema, was uns schon seit 50 Jahren auf dem Nacken 70, hängt. 70 Jahren auf dem Nacken hängt mit dem Holocaust. So. Und das können wir uns nicht nochmal erlauben, dass wir die Menschen absaufen lassen. Ja, aber eine Frage ist doch, wer finanziert? Die Kampagne heißt Glückstadt ohne Abschiebehaft. Es geht darum, den Abschiebeknast, so gut es geht, außer Kraft zu setzen. Das bedeutet jetzt also nicht, ihn das Gebäude zum Einsturz zu bringen, sondern tatsächlich die Entmenschlichung, die damit verknüpft ist, auf ein Minimum zu reduzieren. Was mich dabei eher irritiert, ist, dass es keine Veranstalter sind, die aus Glückstadt kommen, sondern von irgendwo, wo es ganz, ganz schwer ist, überhaupt Zusammenhänge herzustellen. In welchem Zusammenhang schlagen sie eigentlich in Glückstadt auf? Abschiebehaft ist illegal! In Glückstadt und überall! Abschiebehaft ist illegal! Ich heiße Frank Turo, ich wohne in Kiel. Ich setze mich gegen Abschiebehaft ein. Ich bin der Meinung, dass die Menschen, die eingesperrt werden in Abschiebehaft, haben nichts verbrochen und
Von daher ist dieser Freiheitsentzug ein unverhältnismäßiger Einschnitt in ihre Freiheitsrechte, in ihre Menschenrechte. Abschiebehaft ist Freiheitsentzug. Freiheitsentzug ist der schwerste Eingriff in die Persönlichkeitsrechte eines Einzelnen, den es im deutschen Rechtssystem gibt. Freiheitsentzug wird gegen Menschen verhängt, die eine erhebliche Straftat begangen haben. Abschiebehaft hingegen ist eine Maßnahme zur Ausweisung und kriminalisiert Flucht und Migration. Die Inhaftierung von Menschen, die Schutz vor Krieg, Verfolgung, Folter und Armut suchen, ist menschenfeindlich. Wir rufen deswegen die Glückstädterinnen und die Menschen aus der Umgebung dazu auf, das geplante Abschiebegefängnis nicht hinzunehmen. Schließt euch zusammen und macht euren Widerstand gegen das Gefängnis deutlich. Abschiebehaft ist illegal, in Glückstadt und überall. Bleiberecht für alle ist für mich eine Illusion, eine schöne Illusion, aber etwas, was wir uns seitens der Gesellschaft wohl nicht leisten können und an vielen Stellen auch nicht leisten wollen. Ich will die Menschen nicht bestrafen für irgendetwas, sondern ich habe die Aufgabe, ein Gesetz, was wir uns als Gemeinschaft, als Staat gegeben haben, ein Asylgesetz, dieses auch umzusetzen. Wenn Gesetze dagegen sprechen, dass diese Menschen sich hier aufhalten, dann müssen diese Gesetze geändert werden. Solange sie das nicht werden, müssen wir nach anderen Möglichkeiten suchen, die Menschen hier zu behalten. Und das kann zum Teil illegal sein. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ob es gerecht ist. Diejenigen unter uns, die einen deutschen Personalausweis haben, haben wahrscheinlich keine Vorstellung davon, wie es ist, sich nicht so einfach ein Reiseziel ihrer Wahl herauszusuchen und ohne Probleme rund um die Welt zu reisen. Wir haben den Leuten gezeigt, hoppla, es gibt auch eine andere Art, um damit umzugehen. Man muss da nicht weggucken, sondern man kann auch mit dem Finger drauf zeigen. Und das schafft natürlich erstmal Spannung. Was wollen die hier? Und manchmal muss eben erstmal mit der Faust auf den Tisch gehauen werden, damit es überhaupt zu Reaktionen kommt oder zu einer Erwartungshaltung. Ich finde es immer schwierig, wenn Menschen eine sehr vorgefestigte Meinung haben, weil ein Austausch, ein wirkliches Miteinander, Austausch von Positionen ja da nicht mehr möglich ist. Nichtsdestotrotz haben wir Meinungsfreiheit. We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. Die Grundsatzfrage ist, brauchen wir eine solche Einrichtung oder brauchen wir sie nicht? Natürlich sind solche Debatten nicht einfach. Wir haben drei Partner, die wir zusammen eben die Aufgaben hier in Schleswig-Holstein in dieser Wahlperiode lösen wollen. Und ich sag mal, nehmen wir nur die Grünen, die sicherlich ein ganz anderes Verhältnis auch zu einer abschiebehaften Einrichtung haben, wie zum Beispiel die Freidemokraten oder meine CDU. Und insofern war es die große Frage, wie können wir sowas umsetzen und wie kriegen wir das auch vor allen Dingen politisch mehrheitsfähig tragbar? Das ist bei Weitem die schwerwiegendste Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich bin nicht in die Politik gegangen, um sowas zu verteidigen.
So, und deswegen fühlt sich das natürlich nicht gut an. Und es fühlt sich an, als würde man etwas mittragen, was falsch ist. Und ich glaube, dass man auf anderem Wege viel eher zu aufenthaltsbeendenden Maßnahmen kommen kann. Es gibt ja zum Beispiel das Instrument der freiwilligen Rückführung. Die bringt nicht so richtig viel, wenn nicht auch mal damit gedroht werden kann. Wenn nicht freiwillig ausgereist wird, dann haben wir auch Zwangsmaßnahmen. Insofern ist allein die Existenz einer Hafteinrichtung möglicherweise förderlich für die freiwillige Ausreise. Naja, man muss sich das mal vorstellen, das sind oft ja auch Menschen, die aus Krisengebieten kommen, die aus Kriegsgebieten kommen, die schlimme Dinge erlebt haben, die vielleicht sogar mal irgendwo inhaftiert waren und dort wieder geflüchtet sind der deutsche Staat, das große leuchtende Beispiel der Humanität, wo die Leute dachten, da ist die Rettung, die knasten einen kurz bevor man nach Hause muss auch noch mal ein. Das Ziel der Landesregierung, das Ziel eines Innenministers ist nicht, möglichst viele Menschen in eine Abschiebehaft zu bekommen. Aber wenn ich diese Ultima Ratio nicht auch darstelle, dann wird Staat, dann wird Gemeinschaft als solches unglaubwürdig. Die geplante Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt ist letztlich auch die Folge einer AfD-Forderung. Wir begrüßen daher grundsätzlich, dass eine Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt in Betrieb genommen werden soll. Wir halten die Kapazität für Schleswig-Holstein mit 20 Plätzen aber für zu klein. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass eine Abschiebehaftanstalt in Schleswig-Holstein jetzt gekommen wäre, wenn die AfD nicht im Parlament sitzen würde. Weil man will dann da ja auch so eine klare Kante und wir können auch und wir sind hier Law and Order. Das heißt, sie verändern den gesamten Diskurs ja auch. Und das ist, als wollen wir das wirklich. Ne? Und wir lassen uns tatsächlich im Moment treiben, weil wir meinen, wir müssen jetzt auch irgendwie härter durchgreifen. Und diese Abschiebehaftanstalt, das ist ein Symbol, dass man sagt, na, so auch wir können das. Sie müssen für eine solche Einrichtung natürlich auch eine Baugenehmigung haben. Für eine Baugenehmigung müssen Sie einen planerischen Rahmen haben, also einen Bebauungsplan. Und Sie müssen die Zustimmung der Gemeinde zu dieser Maßnahme als solches haben. Die Gestaltung der Anlage nach außen hin sollte natürlich so sein, dass sie möglichst wenig prägnant daherkommt. Die Einrichtung wird zu sehen sein. Die Mauer ist nicht zu übersehen, die drumherum läuft. Ja, es gab natürlich diverse Gesprächsrunden und Planungsrunden zur Umsetzung der Haftanstalt. Und wir seitens der Stadt haben auch immer darauf Wert gelegt, dass wir daran auch beteiligt werden, dass wir informiert werden, damit wir wissen, welchen Bearbeitungsstand gibt es eigentlich auf Landesebene momentan. Was passiert eigentlich in unserer Marineeinrichtung? Liebe Glückstädterinnen, liebe Glückstädter, sehr geehrte Bürgermeisterin Manja Biel, liebe Mitstreiter des Bauausschusses, ich begrüße euch alle im Namen der Stadt Glückstadt. Weiter begrüße ich die Vertreter vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration. Das ist für dortige Kommunalpolitik nicht leicht. Und es hat viele Gespräche nicht nur mit der Bürgermeisterin gegeben, ich habe auch selber mit den verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen gesprochen, eben zu sagen, wie gehen wir damit um? Tja, natürlich hätte man an einem so wichtigen Punkt gerne mehr Einfluss. Brauchen wir nicht drum herum reden, das ist einfach so. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt Punkt 7, Vorlage
2019/053. Änderung des Bebauungsplans Nummer 2950, Marineviertel hier, Entwurf und Auslegebeschluss. So, guten Abend auch von meiner Seite. Wir sind beauftragt, den Bebauungsplan zu erstellen. Da sehen Sie diese lilane Linie, ich hoffe, das können Sie da erkennen. Das ist im Prinzip die Abgrenzung dieser Hafteinrichtung. Und wir haben diese temporär festgesetzt, das heißt zeitlich befristet. Und zwar bis zum 30.04.36 ist so eine Hafteinrichtung an dieser Stelle zulässig. 17 Jahre lang, und das stört mich, haben wir diese lila Linie. Auf dieser lila Linie kann eine 6 Meter hohe Mauer gebaut werden mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen. Ich habe hier so einen Zollstock, jeder kann mal messen. Die Deckenhöhe bis hier oben, das sind 3,60 Meter. 3,60 Meter, das war der Erich Honecker antiimperialistischer Schutzwall. Das war die Berliner Mauer. Da sind die Leute auch rübergekommen. Die nächste Höhe, die nächste Mauerhöhe, kann man nachgoogeln. 5 bis 6 Meter sind normale Justizvollzugsanstalten, wo Kriminelle eingebaut drin sind. Wir bauen eine 6 Meter hohe Mauer. Also zum einen möchte ich sozusagen diese Abschiebehafteinrichtung hier nicht wegreden. Zu dieser Mauer habe ich Ihnen gesagt, die ist für zulässig so, das nehme ich zur Kenntnis, wie auch immer ich dazu stehe. Und dementsprechend ist diese Fassung so erstellt worden. Okay, Koop ist mein Name. Ich wohne gegenüber der Kaserne und bin also praktisch direkt betroffen von der ganzen Geschichte. Da hätte ich mal eine Frage. Es wurde ja die Mauer dargestellt, 6 Meter hoch. Wer soll denn da rüberkommen, frage ich einfach mal so. Da gibt es ja wohl auch andere Mittel, um einen Menschen da zu hindern, da rauszukommen, ohne dass man gleich so ein gewaltiges Bauwerk. Das kostet ja auch alles was. Die Abschiebungsgefangenen wollen ja nicht abgeschoben werden. Die wollen unbedingt raus. Und die haben den vielleicht noch größeren Freiheitsdrang, mindestens einen ebenso großen Freiheitsdrang wie die wie Strafvollzugsgefangene. Und die Erfahrungen sind eben so, dass diese Mauerhöhe notwendig ist. Wenn es weniger ist, dann besteht eben die Gefahr von Ausbrüchen. Und die ist ja real. Das wird dann, ja, das, damit wäre dann zu rechnen. Deshalb ist die Mauer so hoch, wie sie ist. Oder wird so hoch sein, wie sie jetzt geplant ist, ja. Ja, moin, Per Rieck aus Glückstadt. Sie haben gerade schon so schön den Freiheitsdrang der zukünftigen Insassen angesprochen. Wie beabsichtigen Sie zu gewährleisten, dass das Personal, was dort mit den Menschen umgehen soll, in schwierigen Situationen angemessen reagiert? Und wir kriegen im Zweifel nicht mit, was da drin passiert, wenn es brenzlig wird. Es kann nur dadurch eben ein sicherer Betrieb dieser Einrichtung im Innern gewährleistet werden, wenn dort eben wenn da sehr viel Personal arbeitet. Und ja, also das vielleicht auch nochmal für Sie alle hier im Raum. Das sind natürlich ja auch Arbeitsplätze, die hier entstehen und all den, ja, klar, man kann sagen, das ist eine abschiebungshafte Einrichtung, wir wollen das nicht. Wir wollen auch, ja, es ist besser als ein Zementwerk, würde ich sagen. Ja, also die Emissionen sind da doch nicht so groß und die Einrichtung wird sicher betrieben werden, ja. Ich denke, was sagt es über unsere Stadt aus, wenn man die Mauern sieht? Und was sieht es aus, wenn wir die Mauern verstecken? Und ich finde es auch traurig, dass hier Personen ein Abschiebegefängnis mit einer Betonfabrik vergleichen. Ja, was haben wir heute gelernt? Jemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen und noch ein paar andere Dinge. Aber es bleiben meiner Meinung nach auch noch eine ganze Menge Fragen offen. Ich sehe mich da nun nicht so wirklich imstande, zu sagen, ja, das machen wir dann mal eben. Dieses Thema ist zu wichtig, als um es jetzt heute ad hoc übers Knie zu brechen. Und deswegen möchte ich für die BFG-Fraktion Vertagung beantragen. Wie gesagt, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Vielen Dank. Ihr habt alle gehört, dass hier Vertagung angesagt ist und deswegen lasst uns abstimmen. Ich bitte um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Am 20. Juni ist die nächste Bauausschusssitzung. Es wird dann die Entscheidung fallen, was kommen wird und nicht kommen wird.
Dankeschön für Ihr Erscheinen.